Ciao, Leute. Dann sind wir beim nächsten Spiel. Und wie immer habe ich einen Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Stifelnaut gegen 12 Post. Das ist interessant. Ja. Stifelnaut, ein Deck, das sich in der aktuellen Meta immer weiter nach oben arbeitet. Mhm. Also ist ja, bei uns hatten wir zwischenzeitlich 3 oder 4 Leute, die das gespielt haben. Ja, ja, ja. Halt immer noch. Und mit dem Nulldrift oder Nulldrifter, ja. Ist genau. Das dumm. Nulldrifter und auch der aus MKM, Call of Mana, der Thrall. Ja, ja, der Dropkeeper Thrall, ja. Das sind halt die 2 Karten, die das Ganze so weit nach vorne gebracht haben, dass es halt einfach crazy ist. Und ja, auf der anderen Seite, 12 Post hat auch neues Spielzeug bekommen. Ja, die Eldrazis. Genau, mit den Eldrazis, mit den Mana Eldrazis, was extrem, extrem stark ist, weil die ja 4 Stück mittlerweile davon spielen. Hm. Das ist schon strong. Ja, da ist eine Menge passiert in den Decks. Ja. Und auch generell so ein bisschen in der Meta. Ja, das wohl war. Ja, ansonsten, boah, vom Spielen her, was passiert denn da? Der komische Command? Ja. Für einen Eldrazi und einen Scry 1. Auf den Trigger vom... Das ist weird. Aha. Nur für den Trigger, okay. Na gut, also man kann es halt cyclen, wenn man weiß, dass es in dem Matchup vielleicht nicht so relevant ist. Wasteland. Wasteland ist strong. Da muss... What? Oh. Ja. Ja, aber hier gehst du nicht in die Agro-Phase. Nee. Das ist halt die Frage, ob Stifelnaut dort weiß, aber du musst da eigentlich Wastelanden. Ja. Den Zug hast du. Du wirfst den Postspieler im Bestfall um 2 Züge zurück. Weil jetzt hat der... 3, 4, 5, 6 Mana. Uff, das tut weh. Das sind 4 Mana, One Ring. Ne, Khan. Ja. Khan ist... hat er Force? Hm. Ah, war das vielleicht gar nicht mal so schlecht gespielt. Nee, das nicht, aber... Ja, du hättest das Problem halt gerade gar nicht. Okay, auf der anderen Seite kannst du jetzt gleich statt Landwart alle Typen ist. Macht ja auch keinen Sinn. Nee, du musst den Cloudpost hier Wasteland eigentlich. Ja, erstmal hauen. So. Auf 10. Wo kommen die 2 Leben her? Cloudpost. Glimmerpost, ja, der sieht ja den. Ja. So, wenn und das zerstört, dann wird das, glaube ich, einfach crop rotated. Der hat doch kein farbiges Mana. Oder? Doch, der hat eine Fairy auf der Hand. Ah. Denn mittlerweile spielt man in diesem Deck diese lustige Elfisch Spirit Guide. Ja, das ist die grüne Fairy, ja. Genau. Und damit crop rotated, dann holt man sich einfach 9 raus und dann passt das. Man könnte jetzt auch natürlich überlegen, ob man hier den Ursas-Turm nimmt, weil er halt auch insgesamt dann 3 Mana nochmal mehr macht, aber. Da spielen die den jetzt. Okay, wenn dort Land spielst, kannst du die Tower eh spielen. Genau, spielst 4 Tower. Ja, macht doch Land. Das Land macht die Decks so dumm. Ja, also das Land, für die Leute, die sich fragen, ist halt einfach ein Land, das sagt. Uff. Ja, strong. Das sagt, es hat alle Landtypen und damit eben auch Locus. Ja. Für die Orte. Und gleichzeitig aber auch Ursas Powerplant, Ursas Mine und Ursas Tower. Jupp. Was halt ganz spannend ist, weil man damit halt ein komplettes sogenanntes Tron-Set hat. Mit 2 Mana, also mit einem Land, aber der Tower, den man sich dann rausholt, hat dann halt für 3 Mana. Genau. Das ist ganz nice. Ja, das Maze. Spannend. Kann man stifeln, die Maze-Aktivierung, wenn man es weiß. Das ist richtig. Das ist ein Bock. Das ist, glaube ich, uninteressant. Na, ich weiß nicht, ob da mal hin und wieder mal eine Mug-Tide vielleicht. Das sind doch fette Viecher, eigentlich. Ja. Sonst ist die Frage. Das ist kein Land, glaube ich, mehr auf der Hand. Das glaube ich auch nicht. Ponda. Ponda, Land und Nulldrifter. Nulldrifter. Hm. Okay. Übrigens muss man hier mal den guten Stifelnaut-Spieler loben. Er hält die Kamera sehr gut im Blick und die Leute sehen etwas. Das ist sehr, sehr positiv. Vielen Dank dafür. Mhm. So, dann Beat, dann wird der rausgenommen. Das könnte man halt stifeln. Wenn man stifelt hat, ich sehe da aber auch keinen. Nee, es ist nur Daze und ein. Wie heißt es? Kreaturen haben keine Effekte mehr. Dressdown. Dressdown, ja. Einfach nur Dressdown.
Gut, auf der anderen Seite, 12 Pros, was brauchen wir hier? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie mal eine Grünquelle. Das ist Tamio. Ja. Kann man ja spielen im Deck. Stimmt. Man kann Stifles wiederholen. Oh. Das ist nicht verkehrt, einen Daniel zu haben. Also, das muss man echt sagen. Das ist recht sweet. Ja, jetzt brauchen wir halt als Stifle-Not-Spieler entweder einen Stifle oder eine zweite Kreatur, die den Postspieler umbringt. Ja, aber es scheint hier kein grünes Mana zu sein. Oh, stimmt. Karakas. Karakas kann Tamio bouncen. Karakas kann Tamio bouncen, ja. Die ist offensichtlich Legendary. Ja. Boah. Ich sehe auf jeden Fall den Eldrazi auf der Hand und ich glaube noch einen Glimmerposten. Aber der Eldrazi braucht Grün, ne? Yep. Ja, da machst du halt nicht viel, ne? Noch ein grünes Mana und dann am Ende des Tages ein farbloses für den Kicker. Hm. Ja, dann machst du halt mit der Hand nichts. Ja. Hä? Wie? Ah, ja. Alle Typenland hat, glaube ich, einen Filtereffekt. Ah. Bedeutet, man kann ein Mana zahlen, um ein Mana beliebiger Farbe zu bekommen. Ja, hier wird noch gedazed. Der Effekt ist halt trotzdem da. Jo, der Effekt geht halt trotzdem auf den Stack. Weil es ein Cast-Trigger ist. Ja, Cast-Trigger sind so übertrieben. Oh mein freaking Gott. Das widerlich. Und man spielt einen Tab. Wow. Das war widerlich. Ist das asozial? Ich liebe alles daran. Boah. Ich hätte den, glaube ich, sogar durchgelassen. Den blockst du doch einfach tot. Ja. Der war irrelevant. Ja, ich glaube, hier war einem nicht bewusst, dass man den Trigger trotzdem hat. Landpon, ne? Hat man überhaupt gezogen? Ja. Hat man, okay. Und gut, was hat man jetzt? Null Drifter und Fetchland. Hm. Ich glaube, solange man nicht irgendwie eine Kreatur hat, ein festes Outlet, was das irgendwie runtersetzt, ist es, glaube ich, nicht so relevant. Ja, also jetzt ist man halt wirklich in der Position, das brauchst du eigentlich das Stifle für das Maze. Genau, ein Stifle und du bist halt completely safe. Das war ein Drazen, glaube ich. Nee, es war ein Dressdown. Aber. Ja, ich. Das ist so dieses Problem. Du hast sehr viel mittlerweile auf Dressdown oder auf den Thrall und so weiter gelegt, dass du überhaupt nicht mehr so viele Stifles spielst. Das Deck spielt keine vier Stifles mehr. Boah. Und? Ja, okay, brauchst du ja auch nicht. Du hast ja mit Dressdown und dem Thrall hast du ja schon mal 8 Effekte. Und du hast dann noch den neuen, den Consigned to Memory, wo du farblose Kreaturen countern kannst oder Karten countern kannst. Stimmt. Und ausgelöste Fähigkeiten. Und das ist halt eine ausgelöste Fähigkeit. Ja. Und das andere ist halt eine Activated Ability, ja, die man da loswerden muss. Ja, und das ist halt sehr, sehr schwierig. Deswegen, es sind auch, glaube ich, nur noch 2 Stifle drin. Aber bisher sind auch noch Wastelands da. Mhm. Man sieht ja weder Wasteland noch Stifle. Stimmt, ja. Wasteland würde auch etwas bewirken. Das war ein Thrall, der macht gar nichts. So, wenn die Brücke liegt, kannst du eigentlich schieben. Ja. Oh. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass die Brücke einfach dann so viel ist. Ja, dann brauchst du 2 Antworten. Und das kriegst du nicht mehr hin. Nicht mit einem aktivierten Kahn. Nee, vor allem der Kahn ist ja auch noch so, dass der jetzt auch noch überlebt. Ja, ja. Und dann gehst du halt auf deine 6 Mana. Sobald du das 6. Land hast, hast du halt einfach dann gewonnen. Der hat doch jetzt schon genug. Nee, 5 hat er. Weil weder Maze noch Tabernakel machen Mana. Stimmt. Das stimmt. Deswegen, ansonsten, wenn er ein Land hat, hat er halt das Ding, aber das hilft ihm halt noch nicht. Okay, er kann jetzt erstmal den. Eine Runde Bridge machen, genau. Fair. Dann plussen. Plusse den ins Nichts und dann. Was hat er noch? Noch jetzt nächste Runde hat er eine Menge Mana. Ja, dann holt er sich Lettuce und dann ist GG. Genau. Das Easy Game, Easy Life.
Können wir überlegen, ob man die jetzt schon holt, aber. Ich glaube, du brauchst sie nicht. Ich glaube, du gehst einfach ins Plus. Einfach plusen. Ja, kontrollierst ihn jetzt tot. Ja. Das ist dann halt einfach zu gut. Was hat man da vor? Ja. Ja, aber das hätte man nächste Runde auch machen können. Das wäre safer gewesen. Nächste Runde wäre einfach safer gewesen. Spannenderweise würde ich jetzt, glaube ich, einfach den Dreadnought gehen lassen. Ich würde den hier einfach gehen lassen. Ja, ja, macht man auch. Weil der tut halt nichts. Boah, das ist das Steifel. Ja, hätte er eh nicht angreifen können. Nee, aber das ist so... Ja, ja, eine Runde vorher. Eine Runde, nee, zwei Runden früher? Nee, eine Runde früher. Eine Runde früher. Eine Runde früher und hätte einfach gewonnen. Ui. Knapp. Das ist bitter, das ist richtig bitter. Knappe Kiste. Nö, erstmal, nee, warum machst du den jetzt schon plus? Der kann auch nicht minusen. Nee, aber er hätte doch erst das spielen können. Damit er nicht angreifen kann, weil er eine Brücke hat. Nee, er hätte danach einfach einen Landvermieter zerstören können. Das stimmt. Also, dass selbst wenn er irgendwas macht, er halt trotzdem irgendwie ja. Kein Länder hat. Also, da hätte man auf jeden Fall aufs Land plusen müssen. Ja, das ist halt um. Tja, das ist halt vorbei. Das ist 1-0 bisher für Cloud Post. Und an dieser Stelle einmal Werbung für meinen Patreon und für mein YouTube-Membership. Ihr seht, ich habe die YouTube-Memberships, die aktuellen, die wir jetzt seit dem 3000 Abonnenten-Stream drin haben, noch nicht eingepflegt. Es tut mir sehr, sehr leid, aber es ist aktuell einfach eine sehr wilde Zeit. Aber ich danke euch allen und bin sehr, sehr happy, dass ihr mich da unterstützt und bin euch sehr, sehr dankbar. Und ja, vielleicht wollt ihr mich auch unterstützen. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich sowohl auf Patreon wie auch auf YouTube-Membership unterstützen. Kommt dann auf einen eigenen Discord-Server, der nur für YouTube-Memberships oder für Patrons ist tatsächlich. Das ist neu. Und dafür müsst ihr aber sowohl entweder in Discord euren YouTube aktiviert haben oder in Patreon euren Discord aktiviert haben. Wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr automatisch auf den Server dafür. Ja. So, Game 2 nach dem Sideboarden. Ich glaube tatsächlich bei 12 Post, ich kann mir nicht vorstellen, was bei 12 Post reinkommen ist. Ich habe keine Ahnung. Weil einfach das Deck sich nicht, weil das ist ja so ein Matchup, das will das Deck ja haben. Ja. Natürlich ist es, wenn jetzt irgendwie so ein Turn 2 Stifle Nord Gedöns kommt, kann das schwer werden. Ja, aber das musst du halt auch erstmal. Sam. Dahin musst du auch erstmal kommen. Ja. Da ist ein. Wie heißt's? Dunnemals. Once upon a time. Ich kenne nur die. Dummals. Dunnemals. Damals. Damals vorm Krieg. Und ja, da müssen wir mal schauen, weil an für sich ist es ja vom Deck her schon so, dass wir hier eine Möglichkeit haben, dass es sehr, sehr schnell eskalieren kann. Und ja, da müssen wir jetzt mal schauen, weil ich glaube, jetzt kann tatsächlich ein Turn 2 Nord kann kommen, glaube ich. Aber ich bin mir gerade noch nicht sicher. Man könnte jetzt hier, man hat nicht den, hat der Flash? Der hat Flash. Wow, der Thrall hat Flash, ja. Könnte man End of Turn vielleicht den Thrall spielen und dann mit Doppel Stifle Knot aufwarten. Was halt sehr, sehr strong wäre. Jupp. Hm. So, da kommt End of Turn Thrall. Yes. Dann kommt, Martin Wasteland. Das tut weh. Das spicy. Das ist wirklich gut. Boah, da würde ich, glaube ich, auf den Tower gehen. Ja, ist die Frage, ob man es macht. Weil wir sind gerade noch in einem Matchup, wo du halt die Möglichkeit hast, sehr, sehr viel mit denen einfach jetzt zu gewinnen. Ja, Doppel-Not ist halt ballsy. Ja. Das ist halt... Ich weiß auch nicht, was der dagegen tun soll. Der kann die doch mit dem Command exilen. Ja. Oder? Aber nur einen. Ah. Mhm. Mace again? Nee, Command auf einen. Command auf einen. Ja, ist okay. Ist halt die Frage, was man noch machen kann. Weil man hat ja auch noch den Null Drifter und so weiter. Also da ist ja eine Menge drin. Der Null Drifter hat ja auch 7 vorne. 4-4.
Hat der 4? Ah, der kostet 7. Der kostet 7, der ist 4 fliegend. Ja, aber der ist schlecht halt auch. Wasteland noch gezogen. Das halt um. Das wahrscheinlich wirklich um, ja. Nee, wenn das Wasteland jetzt durchkommt, dann ist halt. Dann ist der Tower wieder weg. Ja. Und mal ist auf 6 Leben. Ja, der Thrall kann ja auch noch zuhauen, stimmt. Das tut weh, ja, da kann man schieben. Ja. Das meine ich halt. Also so ein schneller Stifle-Not-Kill kann das Deck halt nach hinten werfen. Ja, da war aber auch vom Vorteil, dass man angefangen hat. Das ist richtig. Was will Stifle-Not dagegen reinnehmen? Puh. Ich habe keine Ahnung. Also Stifle-Not kann halt die Möglichkeit haben, dass man vielleicht mit Wasteland im Sideboard irgendwie arbeiten kann oder halt Removal irgendwie hat. Aber ich bin mir nicht, ich weiß es nicht. Ich bin bei beidem super und es kann sein, dass beide hier mit den Standard 60 gespielt haben. Das kann gut sein. Ich habe keine Karte gezogen. 2, 4, doch hat man. Ja, Stifle-Not hatte auch mal. Floodmage. Ah, stimmt. Floodmage ist eine Karte. Ja. Und auch, weil 12 Post ja auch mit vielen Artefakten und so weiter arbeitet, dass Sky Memory. Wrath of the Skies. Wrath of the Skies. Ja, stimmt. Aber da finde ich den Floodmage schon wesentlich besser. Ich frage mich halt, weswegen man den gerade weggemischt hat, aber wahrscheinlich braucht man einfach Länder. Ja, ich glaube, man hat hier einen One-Länder gehalten, wenn ich es richtig sehe. Oh. Das wäre schlecht. Das wäre richtig schlecht. Ich meine, ich glaube, man hat noch einen Ponder auf der Hand. Mhm. Aber das wäre halt echt nicht schön. Nee. Hier hat man einen Once Upon a Time. Gute Karte hat man auch. Ja, die wird auch so wenig gespielt mittlerweile. Also das ich sehe die kaum noch. Also wenn, dann nur in irgendwelchen Länderdecks oder in einem Creature-Only-Deck. Ja. Und da Elfen kein Creature Elfen ist kein Deck mehr daher. Ja. Oh, der Eldrazi. Der landet auf der Hand. Hä? Hä? Ja. Don't be stupid. Ja. So, da liegen 3 Mana. Das ist auf jeden Fall noch ein Land. Okay, gut. Dann hat er mal sogar noch ein Land. Hat 3 Mana als Postspieler. Jetzt so ein Tower wäre jetzt. Der schmeckt. Ja, so ein Tower wären halt jetzt 3, 4. 5, 6, 6 Mana, wenn man da noch eine Fairy oder sowas hat, ist man halt bei einem gekickerten Eldrazi. Ja, so hat man 3, 4, 5. Genau, Mana. So ist es 5 oder halt 4 mit dem Grünen, wenn man. Nee, man hat. Doch 5. 4, wenn man einen Mana wäscht. Ja. Ich glaube, ich hätte ja auch einfach einen Mana gewaschen für einen Eldrazi. Wenn ich es richtig sehe, ist da noch ein zweiter Eldrazi auf der Hand, aber. Ja, wahrscheinlich will man den Kicker haben. Ja, aber. Man rampt ja auch mit dem Deck so stark. Ja, das stimmt auch wieder. Ne? Ja, bei der erste Eldrazi rampt dann wahrscheinlich in den zweiten mit Kicker. Ne? Oh. Ist das alles noch End of Turn? Ne? Ja. Oh, das ist gut. Ein bisschen mehr drum kümmern, was man zieht. Genau, das ist halt gerade wichtig. Da ist auf jeden Fall noch ein Land. Und wenn dann eine Floodmage kommt, ist halt... Was ist denn die Karte ganz vorne? Ist ein Land. Ah, okay. Wenn da jetzt noch ein Floodmage kommt, dann ist halt geil. Aber ich glaube, den hat man weggemischt. Den hat man eben aus dem Ponder rausgemischt, ja. Mhm. Das ist halt jetzt gerade richtig bitter. Schade. Die Tension Sphere und Stifle. Die Sphere ist gut. Ja, verlangsamt halt vor allem das Mana. Ist aber damit auch eine Sideboard-Karte, wa? Ja. Sollte. Hoffentlich. Also die Detention Sphere macht halt aus den 5 Mana jetzt 3. Gefiltert halt 3. Nee, 2. Macht aus den 3 Mana 1. Also er sagt halt, dass der Klaupus genau ein farbloses macht. Ja, ja, genau. Und damit hat er 3 statt 5. Ja, ja. Und das ist schon gut. Das... Hart. Oh, der ist natürlich... 4. Mana und jetzt spielt man den Eldrazi. Man muss den jetzt spielen. Ja, den musst du jetzt spielen. Der muss kommen und dann holst du dir... Da ist man den schon wieder. Wow. Okay.
ja, der Trigger ist trotzdem auf dem Stack. Ja. Das ist ja ein Cast-Trigger. Also ich finde den 3-3er-Buddy gar nicht mal so gefährlich. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Nee. Dementsprechend ist bin ich da nicht ganz so hinterher, den zu stifeln. Mm. Aber... Du meinst zu dazen? Ja. Boah. Hm. So war es halt ein 3-4 Mana Search for Land. Boah, was willst du denn? Und der Opponent discards a card. Also wenn er geht, deine Handkarte abwirft und du für 4 Mana ein Land rausholen kannst. Ja, vor allen Dingen, ich lass doch erst den Trigger resolven und counter den dann. Nee. Denn das Land, was er sich raussucht, kommt enttappt ins Spiel. Und was macht das für einen Unterschied? Dass du da nicht dazen kannst. Ja. I see that. Es sei denn, er nimmt tatsächlich, so wie er jetzt selbst gemacht hat, einen Cloud-Post, der halt getoppt nichts Spiel tut kommt. Und getappt ins Spiel kommt. Genau, aber wenn er irgendeine Karte nimmt, die halt enttappt ins Spiel kommt, irgendwie ein Land, was irgendwas macht, dann hat er aber irgendeinen Plan, um die Sphere loszuwerden. Ja, ansonsten hätte er es so nicht gemacht. Ja, Brainstorm. Brainstorm. Ist immer kacke, wenn man davor das Land gespielt hat. Das. Weil jetzt hätte man. Da hätte ich lieber gebrainstormt und dann das Fetchland gelegt und dann Go gesagt, glaube ich. Was halt nicht viel mehr jetzt gerade. Nee. Und du willst sowieso den Ding spielen, wenn ich es richtig sehe. Den Doorkeeper Thrall. Ja. Boah, ist das bitter. Tower, das haben wir zumindest 6 Mana. Go. Okay. Und auf Turn Thrall. Der macht halt gegen das Post-Deck halt gar nichts. Du hast mit dem Thrall halt so oft, dass du gegen andere Decks da mit irgendwas erwischst. Genau, dass du halt einfach mal so Goblins abschaltest oder so ein Kram. Aber halt gegen 12 Post, also wenn der Titan gespielt wird, dann vielleicht der Titan. Aber ich glaube, den Titan spielt man auch nur noch einmal oder so. Mm, so da oder zweimal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. So, können wir jetzt auf den irgendwie... Oh ja. Dann nimmt man den Thrall raus wahrscheinlich. Ja. Mm. Und dann würde ich mir eine Menge 1-1 holen, glaube ich. Ja. Dann hat man Mana ohne Ende. Dann geht der Thrall. Nein, man sucht tatsächlich. 3, 4. Eine Karte geht auf die Hand und die anderen gehen halt irgendwie. Also man scryt halt. Ich glaube, da war ein Khan bei. Ja, der Khan kann jetzt halt auch schon viel bringen, ne? Ja. Dann zieht man 2 Karten. 2 Karten und dann stirbt der. Ist halt stark, weil man damit das Board abräumt. Das ist halt die Schwäche von Stifelnot tatsächlich. Ja. Sind dadurch, dass es, wie es jetzt gebaut ist, einfach diese Kreaturen, die am Feld liegen müssen. Ja. Und wenn du im richtigen Moment den Thrall wegnimmst, versaust du dem halt einen kompletten Zug, wie jetzt gerade. Genau, also versaut heißt, er zieht immer noch 2 Karten. Aber 3 Mana zieht 2 Karten ist halt einfach nicht eine gute Karte. Die würden wir halt nicht in Magic spielen. Nee, wir nicht. 3 Mana zieht 2 Karten, hast einen 4-4er Buddy, der, glaube ich, sogar fliegt. Fliegt und Annihilator 1 hat. Das wollen wir. Das macht Spaß. Ja, du versaust dem halt gerade den ganzen Gameplan. Ja. So, jetzt kommt ein Khan. Das ist die Frage, was man jetzt damit macht. Oh, da wäre ich schon fast am überlegen, wenn der den Minus statt Stadtsteufel. Was macht man jetzt? Hä? Proaktives Fetchen? Hä? Ja, finde ich auch spannend. Da geht man auch an ETB kann man ja nicht stifeln. Oh, der ist farblos. Sehr gut. Hat übrigens auch ein Leben verloren. Yes, du auf 19. Consigned to Memory. Noch ein Landdrop. Davon hat man noch nicht genug. Ja, Länder hat man als 12. Wenn die Detention Sphere geht, um Gottes Willen. Ja. Ich bin halt jetzt schon, wenn der Eldrazi halt jetzt reinkommt, kommen würde, wäre das halt schon stark. Du kannst auf der anderen Seite ist man halt sehr gehemmt dadurch, dass man halt einfach nichts machbar. Man kann ja nicht den Eldrazi spielen und den stifeln. Nee. Das kostet 5 Mana. Ich bin gerade am überlegen, der kann sich doch wahrscheinlich, wenn der den grünen Eldrazi noch spielen kann, wahrscheinlich eine Blastzone holen, oder? Ja, das ging ja auch. Das wird richtig eklig. Da kommt ein Maze. Das macht sogar grünes Mana. Genau, das macht diese Runde jetzt Mana, weil ja wie Maya halt das grüne Land sagt. Da kommt der Thrall. Ja, hast du halt einen Thrall. Ja, wäre doch ein Eldrazi auf der Hand wieder.
Ja, aber für dich als Postspieler, wenn wir jetzt... Ja, relevant ist der nicht. Relevant ist der absolut nicht. So, jetzt hat man noch den Eldrazi. Genau. Und ich glaube, du hast sogar einen Backup-Stifle. Ja, das kann man aber nicht casten. Warum? Weil es der zweite Zauber ist. Detention Sphere zählt für beide. Ach, die nimmt ja auch noch Zauber raus. Ja, der sagt, für jeden Zauber, den du... Also Anti-Storm praktisch. So, dann 4 Mana. Das reicht, glaube ich. 4 Mana reicht. 5 Mana gibt man. Okay. 5 Mana und man scryt um 5 und dabei sollte man ja langsam den Eldrazi finden. Ja, das stimmt. Also so langsam sollte man irgendwas finden, was er ausmacht. Ja. Also der 12-Post-Spieler ist hier, auch wenn es nicht so aussieht, so overhead gerade. Ja, das Einzige, was den Stifle-Not-Spieler noch im Game hält, ist halt wirklich die 4. Ja, das ist ein One-Ring. One-Ring, sehr strong. Eine Lieblingskarten der Modern-Spieler. Oh, One-Ring ist halt auch so ein Hass-Teil, ne? So, jetzt die Frage, wie man das aufbaut. Aber es wirkt so, als würde One Ring die dritte Karte sein, die unterste. Dann zieht man eine, das heißt, nächste Runde zieht man nicht den One Ring. Das ist ja spannend. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, man geht nächste Runde einfach in den One Ring. Ja, okay, Stifle Knot hat noch einen Force gezogen. Das kann jetzt... Ach, das Spiel geht so lang. Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Wir haben hier ein sehr aggressives UW-Deck, muss man einfach sagen, was es ist. Ja. Es ist ein sehr aggressives Deck, zu vergleichen früher mit UW Stormblade, meiner Meinung nach. Und oder war noch ein Running auf der Hand, okay. Okay. Und auf der anderen Seite haben wir ein Cloudpost-Deck, das halt mittlerweile mit super viel Mana normalerweise interagiert. Ja. Aber eben jetzt gerade aktuell nicht den Fall hat, dass es Mana zieht. Und das ist halt einfach ganz, ganz oft genau dieses Problem, was wir einfach haben. Weil wenn wir, und das muss man jetzt auch dabei sagen, Stifle Knot ein AB-Combo-Deck, also ein Akku-Deck, was mit einer AB-Combo-Deck hat, man zieht die ganze Zeit nur A oder B, oder in diesem Fall ist es ja so, dass der 12-Post-Spieler eine Menge Removal hat, dann ist das halt einfach schwierig. 12-Post hingegen ist halt kein Deck, das schnell ausmacht oder early ausmacht. Nee. Und dementsprechend stehen sich hier zwei Decks gegenüber, die halt beide langsam dazu gezwungen werden, in Kontrollschienen zu gehen. Und da ist Post halt einfach besser. Ja, absolut. Den spielt mal so. Ja, ich gehe davon aus, dass man einen Gegner zu countern will oder ein Spell spielen will. Stimmt. Ja. Was man sonst schon wieder mit der Detention Sphere nicht könnte. Ist da eine Wayfarer's Bubble vorne drauf? Oder was ist das? Bei dem Stifle Knot Spieler? Wayfarer's Bubble? Oh, nee. Das macht ja... Das macht keinen Sinn. Das spielen die Leute nicht. Okay, was haben wir hier? 5 Mana? 1. Crab. Oh, das ist ein End-of-Turn-Crab. Okay, man nimmt erstmal die raus. Das wird anscheinend gekontert. Force of Wild, okay. Weil dann wäre halt gewesen. Jetzt könnte man für 2 noch die Crab spielen. Ja. Ist die Frage, ob man das will. Ja. Nee, in Once Upon a Time. Dunamalls. Was hat er denn jetzt? Was will er denn jetzt da drin finden? Mehr Länder. Einfach den Eldrazi. Der Eldrazi killt hier einen Basic Land und ein Duel oder beide Duels. Dann hat der Gegner kein Weiß mehr. Da ist er. Oh Gott. Da ist er. Und dann zwingt man den Gegner halt sein Spiel auf. Das ist dasselbe wie mit dem Khan. Man sorgt aber dafür, dass der Gegner keinen Länder mehr hat und man selber halt noch so eine Mini-Winsel-Ding hat. Weil das ist ja auch der mit Khan Lettuce. Khan sagt ja, die Gegner können keine Artefakte mehr aktivieren. Mhm. Lettuce sagt, alles ist ein Artefakt, also auch die Gegnerländer. Damit zwingt man den Gegner eine Aufgabe. Oftmals ist es, als kleiner Tipp für euch, spannender hinzugehen und fragen, wie viele Deckkarten hast du denn noch? Denn manchmal hat man mehr Deckkarten wie der Gegner. Jo. Und kann damit noch weiterspielen, bis der Gegner ihn eine Threat findet. Aber prinzipiell, wenn da es jetzt 1-1 stehen würde, hätte ich schon lange gesagt, boah,
Oh, mach mal nicht. Brudi, lass mal sein. Ja, genau das. Forsophil für den Kahn. Den Kahn, das ist wichtig gewesen, glaube ich. So, jetzt braucht er theoretisch 5 Mana für den Eldrazi ohne Kicker. Das schmeckt nicht. Sejo wird aktiviert. Und dann haben wir kein grünes mehr. So, Posejo wird aktiviert für 2 grüne. Oh, man hat danach noch 6 Mana übrig für den Eldrazi. Mit der Fairy, die man gerade gesehen hat. Dann sind das 6. Der macht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, man muss nicht mal die Fairy aktivieren. Das eine für grün, das andere für Ding. Oh, ja, geht das raus, dann sucht man sich wahrscheinlich das One of Wasteland raus und ballert das andere kaputt. Do it, do it, do it. Oh ja, jetzt Wasteland und dann... Der Zug danach wird richtig ekelhaft. Ja. Richtig ekelhaft. Oder spielen die noch ein Eye of Ugin? Ja. Also man könnte jetzt auch das Eye of Ugin nehmen, weil danach wird es halt das Ei... Ja, okay, mal die Crop Rotation. Ja, ja. Scheiß drauf, nimm das Wasteland, nimm den Weiß raus. Ja. Denke auch. Zerstört das Land vom Gegner. Und damit ist er von Weiß abgeschnitten und ist vor allem auf 2 Blauen am Hängen. Jetzt hat man 2 von den Nildriftern, die jetzt wirklich gut wären. Aber man hat kein Land. Das hat sich sehr schön zusammengespielt für den 12-Force-Spieler. Und wenn man sich jetzt überlegt, sehr unglücklich zusammengespielt für den Stifle-Nord-Spieler. Weil hätte er Game 1 mit einer Runde vorher das Stifle gezogen und damit gewonnen, wäre er jetzt schon 2-0 in Führung. Ja, und den Flood Moon. Ja, oder den Flood Moon halt gezogen haben, oder. Das ist so bitter. Yes. Das tut halt weh. Hast noch ein Post. Noch eine Eldrazi. Ach du Scheiße. Jo. Dann nimmt man den Insel raus. Das ist so 3, 4, 5. Na, man hat noch 6 Mana, also man könnte auch noch einen zweiten spielen. Das Eye of Ugin. 2, 4, 6, 7. Ja, man kann auch einfach 7 Mana Eye of Ugin nutzen. Ho, Junge, das wird gerade dismantled. Das ist genau der Punkt. Also jetzt treibt man den Gegner so langsam in die Ecke und ich wüsste jetzt nicht, was Stifle Nord noch groß ziehen will. Also selbst wenn man jetzt hingeht und einen Ding zieht, einen 7 Post einfach. Selbst wenn man jetzt hingeht und ist um. Ich würde sagen, wir setzen einen Wasteland Strangler, eine Phyrexianische Battleschlachtschiff zieht, wäre das ja okay, aber 4, 5, 6, 7. Ja, 6, bam, das nächste Land weg, man sucht sich noch ein Land aus, das ist um. Das ist komplett vorbei. Das ist komplett vorbei, das würde ich auch tatsächlich an der Stelle conceden. Ja. Da haben wir schon öfter drüber geredet. Natürlich ist es on Kamera immer schwierig, wenn der eine concedet, der andere nicht. Und man sollte auch nicht conceden, einfach so, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich concede. Aber in diesem Fall ist es halt so, dass dieses Matchup so nicht mehr machbar ist. Und selbst man in 2, 3 Runden das nicht nachziehen kann und dann concedet man. Das und gewinnst du in keinem mehr Welt. Nee, da war der Floodmage, jawohl. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Daumen nach oben und so weiter kennt ihr ja. Abonnieren, liken und so. Bis dahin. Ciao, ciao.